Ich dachte gerade, Lüschi verdreht seinen Kopf. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Vigasylf. Nicht mit Mario, sondern mit Jutis und Sefi bei Luigi's Mansion. Und das ohne... Wessen Menschen? Luigi's Mansion. Wer war nochmal Luigi? Das ist ein Insider, damit können wir uns sofort... Der Name kommt mir so bekannt vor. Dieser Name. Keine Ahnung. Ich kann mir einfach nicht dazu kommen. Wer war das nochmal? Oh, Jutis, hilf meinem Gedächtnis auf die Sprünge. Nein, wer Mario ist, das weiß ich. Aber Luigi... Ja. Ich kann mich nur an was Grünes erinnern. War das vielleicht Bowsers zweiter Name? Ich glaube, wenn Bowser real wäre, hätte ich dafür erschlagen. Ja. Ist hier mein Boho? Nein. Wo ist mein Geist gelandet? Bist du draußen? Geist? Nein, was hätte er das angepeilt? Immer diese blöden Geister. Ich muss noch eben mal kurz gucken, ob er wieder in diesen einen Raum verfleucht ist. Dann geht's auch gleich schon weiter mit dem super tollen Spiel, was nicht gerade häufig nervt, weil Grund und so. Ihr wisst schon. Ja. Sehen wir mal, sie haben hier irgendwie. Vielleicht, ich dachte, das sieht aus wie so ein Lebkuchenbäckerei. Erinnert mich ein bisschen an Weihnachten. Nein, ja, du hast recht. Und nein, der Geist war nicht ihr. Er hat mich glorreich verarscht. So, jetzt muss ich mit ihm gucken. Ich glaube, das war hier. Wieder mal mein Lieblingsgeister. Ich finde, die Geister hören sich so ein bisschen an wie Waluigi. Lol. Vielleicht sind das seine Vorfahren. Ich dachte eigentlich, dass die verfressen und diese komische Bahne, dass das seine Verwandten sind. Waren. Das könnte auch sein, vielleicht sind die ja alle miteinander verwandt. Eine große glückliche Familie der Dummen und der Dummen. Ja. Der Dämlichen und Fetten. Die alles negativ auf dieser Welt verbinden. Fett, dumm und dusselig. Ja. Wobei man an dieser Stelle vielleicht noch erwähnen sollte, dass wir damit auf keinen Fall irgendwelche User beleidigen wollen. Oh ja, stimmt. Es tut uns auch richtig leid. Ich meine, es gibt ja schließlich auch korpulente Leute, die intelligent sind. Natürlich. Zwei auf einen Streit, das ist immer ein bisschen schwer. Kann ich mal mein Herz aussammeln, bevor der andere mich hier disst? Geh, hab dein Herz! Nein, mein Herz. Geist? Au, du blödes Drecksteil. Das bist du wohl lustig, hä? Gehen wir hier zuletzt nach. Zuletzt nach, dachte am besten. Muhaha. Das war zwar nicht das Beste, aber ich hab gelacht. Und das ist die Hauptsache. Voll krass. Ja, guck mal, die Leute draußen feiern deinen Triumph. Will ich noch raten. Du bist hier ein richtiger Volksheld. Ein Nationalheld. Es gibt jetzt sogar einen Feiertag. Nach dir benannt, den Judistag. Wann soll der denn sein? Heute. Ah. Genau jetzt! Oh, zu schade, er ist schon wieder vorbei. Na toll. Mich so gefreut. Du hast wenigstens einen. Der Sefi-Tag wurde noch nicht mehr erfunden.
Ein gutes Tag gibt's ja auch nicht. Das wäre ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Danke. Nein. Ja, wir haben uns ja schon wieder lieb. Ja, immer noch. Offscreen töten wir uns gleich erstmal wieder. Und dann darf ich meine Bude erstmal wieder aufbauen. Der Raum sieht versiegelt aus. Das sieht aus wie der Endgegnerraum. Ach ja, ist das schön, das Geld stimmt. Ja, das macht immer am meisten Spaß. Ne, komm her, du müder Geldschein. Ja? Nein, ich wollte mir gerade die Truhe eigentlich öffnen, aber die Truhe wollte sich nicht öffnen lassen. Hallo, Goldbarren, kriege ich dich auch? Nein. Wow. Mann, da geht's ja ganz schön zur Sache. Oh, dass der Haupt versiegelt war. Ja, bei so einer Geisterpopularität habe ich ihn auch versiegelt. Ich glaube, du musst ihn mal wieder reihen. Jo. Scheiße. Ah. Ja, es ist nur noch einer. Das war so klar. Hoch, vielen Dank. So, das nächste Zäpfchen. Sieh so schönes dran. Was hoch geht. Ich glaube, als Mario würde ich verarscht bekommen, wenn ich als Mario nur Münzen finde und mein Bruder hier mit Geldscheine, Rubine, Goldbarren, Zerfen. Diamanten. Achso, ist ja klar. Irgendwo habe ich auch noch was gibt. Ja. Danach habe ich nicht gesucht. Ja. Ja. Nein. No. Dann eben nicht. Hallo? Spiegel. Ja, sonst komme ich nämlich nicht raus. Was ist denn tot, wo der hängt? So blub. Was machst du denn hier plötzlich wieder? Luigi, warst du nicht eben noch woanders? Ah, ich glaube, ich bin... Ich werde verrückt. Ich habe zu viele Pilze geraucht. Ich sollte aufhören, mich nur von Pilzen zu ernähren. Kannibale! Da gibt's doch mal ein Herz. Nein. Echt?
fühlt man sich doch schon ein bisschen besser. Fühlt man sich nicht so ganz herzlos. So, wo war jetzt der ganze Quatsch? Da waren zwei Schlüssel. Ja, gut ist. Ganz schlau. Wenn ich dann nach unten gehe, dann muss ich. Ich muss nach oben. Ja. Ich glaube, wenn Luigi nicht pfeifen will, dann wäre das sowieso ganz schmurrig hier. Fällt nämlich gerade auf, dass es keine andere Hintergrundmusik gibt. Ja, vielleicht haben sie das ja deswegen eingebaut. Ich finde das auch nicht mal so ganz nett gemacht. Mal so ein bisschen was anderes. Mich persönlich nervt das auch nicht. Nö. Hat man sogar Lust, immer selber mitzumachen. Ja. Ja, vor allem das nicht so penetrant im Vordergrund ist, ne? Weil es gibt ja wirklich so Hintergrundmelodien, die gehen dir ins Ohr und das nicht, weil sie toll sind. Das ist jetzt die richtige Tür, nicht, dass ich auf einer Fake-Tür stehe. Hallo. Buh. Das Wohnzimmer. Oh, mit Herz. Mein Herz, Luigi. Ah ja, das ist abgeschlossen, weil ich sehe. Geist? Nicht du. Ja, mich wundert aber, dass der Gameboy Horror noch wie ein Gameboy Color geformt ist und nicht wie der Gameboy Advance. Stimmt. Oder vielleicht waren sich Color und Horror auch ein bisschen reint. Das kann auch sein, ne? Irgendein. Ach ja, ich muss. Vielleicht passt das hochkante Format auch besser als das quer. Man weiß es nicht. Man spekuliert. Und das besonders gerne. Haben wir hier ein paar Pflänzchen, dann kann ich ein paar Pflanzen gießen. Und wonach suchst du eigentlich? Ah, jetzt weiß ich, wonach ich suche. Glaube ich. Oh, ich bin mir ehrlich gesagt meistens selbst nicht so sicher. Ah, hi. Wow. What the fuck? Alter, was ist denn bei dir los? Wow, was seid ihr? Was seid ihr? Was seid ihr? Feuer, Feuer, Feuer. Ach, ich pack ja Wasser. Wow. Attacki. Oi, Leute. Hallo? Geht doch. Mann, ist das schön hell. Ja, ne? Wie? Solange sie keine Bulimie hat. So nicht schlecht. Ja, ne? Und das, der war völlig spontan. Ich finde es ziemlich nervig, dass die auch mal aus dem Raum mögen. Ja. Hier sind laufe. Hier ist aber, ich denke, er fliegt. Dann. Ach, du Arsch. Geister. Hey, du hast wieder einen Bogen gefangen. Sehr gut. Ich gratuliere dir. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du besser als dein Bruder. Hey, was? Wer warst was? Du nochmal? Ach, Loser, stimmt ja. Wahrscheinlich dann auch noch mit, L.U. geschrieben. Ja. Also Loser. So mit S.A. am Ende.
das Gästezimmer. Wecke mich nicht. Verschwinde. Okay. Oh, knapp. Da liegt sie. Ich mache nicht ins Bett, versprochen. Ah, verstehe. Oh. Muss ich mich richtig lieben. Das hätte ich auch gemacht. Fluten wir mal das Bett. Ich find's immer lustig, dass du, wenn du sowas machst, dann am Ende meist immer in der Ecke landest. Mhm. Au. Ja. Das Wohnzimmer wackelt. Ist das gewollt? Ja. Ja, ich sehe selbst, dass der Raum sich gedreht hat. So blind bin ich da doch. Und du musst bald wieder cutten. Ja. Erstmal. Aber erstmal ein Zäpfchen. Genau. Ey, Bonita, bleib hier. Verdammt. Bonita, warte. Ist ja wie Ponita. Ey, wir. Bonita. Hat er ja gesagt. Ach so. Deswegen der Gag. Ah, okay, ich verstehe schon. Habe ich nichts gesagt. War aber schön, dass du das scheinbar dasselbe gemacht hast. Wie Nintendo. Ja. Immer doch Nintendo, für euch doch gerne. Genau, so. Und dann cutten wir auch gleich mal. Ja.